Hi Leute und herzlich willkommen bei Tüsi Schubash. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen zur letzten Fable-Folge, Jungs. Und ihr wundert euch jetzt bestimmt so, wo ist Simon? Da komme ich aber gleich drauf rauf noch, wo Simon sich aktuell befindet. Ich, im Namen von Tüsi Schubash, möchte mich auf jeden Fall bedanken für den krassen Support über Fable wieder. Jetzt geht's nächste Woche los mit der Gruppenphase. Wir hoffen, wir schneiden gut ab. Und ihr glaubt jetzt nicht, was jetzt passiert, Jungs. Und zwar, wir haben über Insta hier und über Twitter hier Dries Mertens kontaktiert. Wir haben gedacht, okay, am Anfang war es ein Spaß, ja. Dries Mertens hat uns geantwortet. Und das Unfassbare ist, Dries Mertens ist mit seinem blauen Lamborghini, einem besonderen Lamborghini, 5 Reifen hat der Lamborghini, ist er auf dem Weg hierher auf die Couch zu Tüsi Schubash. Seid gespannt. Ich rufe mal Dries Mertens an. Guck, wo er ist. Und dann sehen wir weiter, Jungs. Wähl hier kurz Dries. Ja, Dries, bist du schon in der Nähe? Dries ist da, Jungs. Warte da! Walks on my wrist, that shit you can't resist. Cash flow greater than the haters hating on my jizz. Riding in your face, looking like I found a damn genie. Riding in my Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Bitch, I know you see me. So Dries, schön, dass du es hierher gepackt hast und Tüsi Schubash in deinen fetten, fetten, blauen Lamborghini. Was ist das für ein Lamborghini? Ja, der Lamborghini ist von DX Racer. Wenn ihr auch so einen wollt, schaut in der Videobeschreibung nach. Da gibt es das heiße Teil, da hat 5 Reifen und damit komme ich geil zu Tüsi Schubash angefahren, habt ihr ja gerade auch gehört. Sehr geil. Und freust du dich auf Fadel, Dries? Ja, ich habe ja schon gut getroffen für euch in der Vorbereitung und so soll es auf jeden Fall auch weitergehen. Ich habe ja einen Auftrag von euch bekommen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was ist dein Ziel für Fadel? Wen sollst du vernichten? Ja, ich soll ja Gamer Brothers rausschießen, so wie das mein Vorreiter Manation gemacht hat. Und ich denke, das werden wir bei dem Fadel auch schaffen, dass wir da Gamer Brothers aus dem Turnier rausschießen. Okay, dann würde ich sagen, hast du noch die letzten Worte für die Jungs und für DX Racer? Ja, wie gesagt, schaut mal in der Videobeschreibung nach, da gibt es den geilen Lamborghini von DX Racer. Also schaut da mal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in unser letztes Vorbereitungsspiel. Ja, ihr habt das Intro gesehen, ich bin auch wieder da auf jeden Fall. Was? Dries, was? Digga, was los? Dries ist weg. Ja, natürlich, Jungs, ne? Und Mädels. Ist nur Spaß, ne? Ihr kennt uns ja, machen immer irgendwie oder versuchen was Lustiges zu machen. Ja. Der eine oder andere wird dann schreiben, lustig, lustig, ne? Aber wie gesagt, immer nur alles mit Spaß nehmen, kein Ernst, ja? Aber zu dem, was wir jetzt kommen, ist ernst, ja? Genau. Und zwar haben wir uns für folgende Paare entschieden. Wir haben uns entschieden für Florenzi in Form 84er RV. Mit dem waren wir immer super zufrieden, super, oder? Super geiler, ja. Typ. Perfect Link zu Nainggolan. Ja. Ach, Lanzo. Und Alonso auch richtig geiler Typ auf jeden Fall. Was natürlich jetzt schwer wird, ist jetzt die Innenverteidigung, ne? Die steht jetzt nur bei einer 7 und bei einer 8. Aber ich denke, so ein Opara, der kann damit umgehen einfach. Der, ne, packt es um. Wir können aber unabhängig unsere Innenverteidiger aussuchen, weil alle schon Perfect Links haben. Und dann würde ich sagen, Fitness drauf, Fitness suchen drauf, wir den ersten Gegner rein. Let's go. Zweitausend Jahre später. Ja, wieder Stuttgart, ist klar. Ja, ja, ist okay. Passt ja nicht schwarz. Ja, ist okay. Was schiebt er? So, komm. Boah. Ziemlich defensiv. Und ey, eine Fünferkette. Ja. Muss!
That's right. Ja! Was macht Totti da, Junge? Legende Totti! Stark, Junge! Yes! Nochmal, zerstör ihn, Junge. Zerstör ihn! Der hat Probleme. Der hat Probleme. Komm, Mertens. Der ist aggressiv, Junge. Der ist aggressiv. Ja. Du musst ihn locken. Ja. Lockmodul. Soll ich es anmachen, das Lockmodul? Mach's mal wieder an. Aktiviert. Florenzi ist da. Nainggolan ist nicht da. Check, der schießt gut. Der sucht. Der schießt gut. Oh, Lehmann. Lehmann. Schön gespielt. Schön gespielt. Mertens kommt in der Mitte. Ja! Schön gespielt. Richtig schön gespielt. Woo! 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 Ich hab einen Doppelwoo gemacht. Ja. Woo! Bitte. Ja! Was eine erste Halbzeit von mir! War okay. 180.000 da! Was sind okay. Okay, hätte mehr drin sein müssen. Ey, was soll ich? Ich kann ja nicht mehr noch ein Tor machen. Was soll ich machen? Mir einen Finger eigentlich beinahe ins Auge, Alter. Okay, 180.000, oder? Ich stark. 180.000, ich stark. Second Game. Jawohl, Gegner ist ja da. So. Das ist super, wieder Stuttgart läuft. Egal, wir haben. Ja, was soll ich machen? Ja, da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Ja, also bitte. Aber Musa, Cousin. Musa. Ich sag mal, das ist halt wieder so ein Team, wo EA wieder schön der Daumen drauf hat, ne? Denn du, ich denke, der macht eher kreisend. Kreisend ist EA. Ja. Seht uns im Game. Bitte. Kante! Warum? Mit links und Kante! Warum? Was wo zieht er denn das Ding hin? Ja, ah, schade. Schade. Ja, Butland dort hinten drin. Ja, aber lad den Ball wieder so weit nicht von Butland, bitte. Oh, Digga, was ist heute mit deinem Timing los? Im ersten Spiel ist mir das heute schon negativ aufgefallen. Timing-Probleme. Ich sag, die haben das Timing geändert. Also der Druckpunkt einfach um einen Millimeter nach hinten gesetzt. Ist so. Ach so, loslassen. Ja, der hatten doch. Der braucht aber auch heute auch lang. Du merkst von hinten die 7er Chemie an. Drückt sie von hinten die 7er? Ja, der muss das. Ich denke, der spielt sich jetzt so, wie als ob er einfach kacke muss. Kennst du das? Da kannst du einfach nicht bei 100% sein, ne? Genau, das ist, wenn du vorm Spiel einfach noch so eine Trompete hinten drin hängen hast. Ja. So ein richtiger Backstein, ne? Da bin ich einfach gehemmt, ne? Das könnte aber bei Opara das Problem sein. Also Jungs, wenn eure Spieler nicht so auf volle Chemie sind, dann denkt ihr mal dran. Trick. Ja. Schickt sie vorher nochmal aufs Klo, dass es auch richtig satt läuft. Spekulatius, fahr das Spekulatius ab. Spekulatius-Programm, schön abgefahren. Oh. Bitte schalten Sie wieder erst zur zweiten Halbzeit ein. Dann werden wir Ihnen ein gepflegtes super, und souveränes Gameplay geben. Super Unterstützung, die du mir da schon wieder lieferst. Da kann man gut spielen bei sowas. Okay, Jungs, bitte bleibt dran. Gönnt euch dieses Gameplay. Kampf, Simon hallo. Ist gleich da. Er befindet sich einfach aktuell im Kampf. Er wird diesen Kampf gewinnen, weil wir alle und die Community glauben an Simon. Hashtag Believe. Komm! Warum so hart? Warum spielt er den so hart? Ich hab ganz kurz drauf gedrückt. Nein, nein, Black. Jetzt Mertens. Ja! Geduldig, Junge, geduldig. So Gegner ist echt schwierig. 50.000, Junge, stark. Komm, jawohl, deiner. Och, Junge. Muss nicht. Das hätte gerade beim VfR 2 Euro gekostet, wenn eine Balle über den Zaun geflogen wäre. Den hab ich, Junge, den hab ich antizipiert! Jawohl, komm, Kante. Ich hatte Stay Focus. Aber Dries Mertens war die andere Richtung gewesen. Ja, aber ich hab zu lang Stay Focus gemacht. Dein Knopfdruck dahinter ist auch nicht besser, dein Timing. Was laberst du? Ist ein Coutinho. Voll krass und singe California Dream. Lehmann! Was machst du denn da hinten? Ist ja noch schlechter als bei mir. Ja, Steuer, ich jetzt auch schon eine Torwart oder was bei EA? Das ist doch gerade rausgeholt. Hat deine Schnauze. Der kriegt ja gerade Ballbesitz. Was ist denn da los? Jetzt machen wir ein Tor. Du hast doch den Leuten angekündigt, da zweite Halbzeit ist die Show. Was machst du? Was? Jetzt. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Kampf gegen den, ey. Ja, wir hatten im ersten Spiel 180, dann kam 50 drauf. 260.000 jetzt. 260, alles klar. Was machen die? Küssen die sich oder was?
Also, der kann vom Glück sagen, dass er mit seinem Lambo-Freund weggefahren ist. Dann hätte ich ihm beide Reifen abgeschraubt und auf Backsteine gestellt. Aber Tatsache, Alter. Digga, spiel doch mal vernünftige! Jawohl, es kommt noch ein Angriff, jawohl. Und einfach noch von hinten umgedreht. Der Rastaman. I believe I can fly. Musa, ne? I believe I can touch the sky. Komm mal! Und Musa, der ist jetzt da. Gibt da noch einer? Nein! Gibt da nicht. Okay, okay. Egal. 260.000, ne? Ist okay, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber es war echt ein Kampf gegen den Typ, ja? Kampf. Ganz komisch. Ja. Ganz egal. Komisch. Ich würde sagen, wir kommen zur Paarauswahl und dann sehen wir uns gleich. So, dann kommen wir jetzt zur Paarauswahl. War doch am Ende eine Qual, ja? Also, Paar 1 wäre Smalling Footy und Keen oder Kane, wie man ausspricht. Ich glaube, Keen eher, ne? Team of the Season, ja? Ich sag mal, Smalling, richtig geiler Innenverteidiger. Dieser Keen, nicht schlecht, ja? Wir hätten gern was anderes zugestellt, aber es hat dann doch nicht wirklich irgendwas gepasst, ja? Und die Coins haben auch nur das hergegeben. Aber ich denke trotzdem, ein geiles Paar für Paar 1. Und was haben wir für Paar 2? Für Paar 2 sind wir auf die Serie A gegangen. Das heißt, wir haben uns für Bonucci Inform entschieden, ne? Den besten Bonucci, ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt aktuell hat. Und Manolas in Form 86er. Bei dem wissen wir, das ist stark. Ein Büffel. Ja. Die passen beide auch sehr, sehr gut rein. Also das, denke ich, ist jetzt echt eine ultra schwere Entscheidung. Da müssen wir wirklich auf eure Spielpraxis hoffen, Jungs. Ihr müsst uns ehrlich in die Kommentare schreiben, mit welchem Paar, mit welchem Spieler ihr bis jetzt gezockt habt, der wirklich gut war. Die Mitte muss zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Mitte stark. Die Mitte stark wird jetzt unseren Coach von früher sagen. Deswegen entscheidet euch für das richtige Paar. Überlegt wirklich gut, wichtig, dass wir weit kommen in Fatal. Dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Fatal-Serie durch. Jetzt kommt die Gruppenphase. Wir hoffen natürlich auf ein bisschen Losglück natürlich. Ja. Ne? Ja. Wäre natürlich ein Traum, da noch weiterzukommen über die Gruppenphase. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, sind wir raus. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Schaut mal in die Links in der Videobeschreibung, sind unsere Sponsoren verlinkt. Ja, Logitech, Gaming-Zeug, Elgato, Merch, Coins, tralala, ne? Alles drin auf jeden Fall. DXRacer auch verlinkt von Anfang, falls ihr aus dem Lamborghini wollt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus, haut rein. Ciao.